Das Bild- und Werkverzeichnis hat drei Herausgeber. Herr Dorfmüller begann bereits in den 1970er Jahren mit ersten Vorbereitungen. Ich stieß Ende des 20. Jahrhunderts dazu und Julia Ronger schließlich einige Jahre später zusammen mit dem Beethovenhaus. Seit dem Erscheinen des alten Beethoven-Werkverzeichnisses 1955 sind nun doch immerhin 60 Jahre ins Land gezogen und in dieser Zeit ist in der Beethoven-Forschung enorm viel passiert. Das mussten wir in einem neuen Werkverzeichnis aufarbeiten und den Kollegen der Forschung wieder zur Verfügung stellen. Also die Arbeit an einem neuen Werkverzeichnis beginnt letztlich mit dem Erscheinen des Vorgängermodells. Man sammelt über viele Jahre und Jahrzehnte. Bei uns war die letzte entscheidende Phase etwa 15 Jahre lang und begann 1999. Das neue Werkverzeichnis hat fast 2000 Seiten. Das ist immerhin eine Verdopplung des Umfangs gegenüber dem alten. Wir haben wesentliche neue Erkenntnisse eingebaut, zum Beispiel zu den Skizzen. Es gibt jetzt ein komplettes Verzeichnis der Skizzen, aber auch zu Exemplaren verschiedener Druckausgaben. Und es gibt eine Erweiterung inhaltlicher Art. Wir verzeichnen jetzt nicht nur vollständige Werke, sondern auch unvollständige Kompositionspläne und Kompositionsstudien Beethovens. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren zahlreiche Autographen verschollen. Das heißt, das alte Werkverzeichnis dokumentierte eigentlich falsche, nicht mehr vorhandene Fundorte dieser Quellen. Es war also ganz entscheidend, dass das neue Werkverzeichnis dem Forscher den Weg weist zurück zu diesen Autographen, die jetzt vielleicht statt in Berlin in Polen liegen. Also ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass dieses Mammutprojekt jetzt abgeschlossen ist. Es wird sicher der Forschung eine sehr gute Arbeitsgrundlage für die nächsten Jahrzehnte zur Hand geben.